Das Arbeitsförderungsinstitut AFI hat eine Tagung zum wichtigen Thema der öffentlichen Vergaben veranstaltet. Experten aus dem ganzen Land diskutierten darüber, wie öffentliche Aufträge im Land bleiben, Arbeitnehmer fair behandelt und die Beteiligten nicht mit Bürokratie und Kontrollen überhäuft werden können. So, diese Tagung ist wichtig, insofern man eben die öffentlichen Aufträge konstant überprüfen muss. Also das System der öffentlichen Aufträge muss konstant überprüft werden und monitoriert werden. Es ist eine ständige Entwicklung in diesem Bereich vorhanden und vor allem, um die Arbeitnehmer in diesem Bereich eben zu schützen, denn wir haben festgestellt, dass oft die Kollektivverträge nicht eingehalten werden, dass es Streitfälle gibt, dass Arbeitszeiten vielleicht oft nicht anerkannt werden. Es gibt auf jeden Fall einen Druck von oben zur Kosteneinsparung und der wirkt sich dann nach ganz unten aus. Seit rund anderthalb Jahren hat Südtirol ein eigenes Gesetz für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Das Gesetz schafft den Rahmen, um Aufträge im Land zu vergeben, das hohe Niveau der Arbeitsbedingungen zu halten und die Abwicklung möglichst unbürokratisch zu gestalten. Öffentliche Vergaben und Schutz der Arbeitnehmer, das ist ein sehr delikates Thema und sehr komplexes Thema. Es gibt also kein allgemein Rezept, um das zu lösen. Was ist aber zu tun? Man könnte oder es wäre wichtig, in erster Linie sehr viel mehr Weiterbildung zu machen von den Vergabestellen selbst. Zu wenig sind die Sozialklauseln bekannt, zu wenig ist auch bekannt über das, wie Angebote über ihre Angemessenheit geprüft werden. Thomas Matar, Direktor der Agentur für öffentliche Vergaben, sieht das Vergabegesetz des Landes als Chance und vor allem als Gestaltungsspielraum. Dass sich in den Nischen der Gesetzgebung und dessen Handhabung auch unangemessenes Dumping verstecken kann, hat Gianluca Nettis von der Einheitlichen Vergabestelle für Dienstleistungen und Lieferungen aufgezeigt. In seinem Referat hat er das neue Vergabegesetz durchleuchtet und die Schutzklauseln für Arbeiter auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene aufgezeigt. Sogenannte Angemessenheitsklauseln sollten es ermöglichen, unverhältnismäßig niedrige Angebote auszuschließen. Rechtsanwalt Carlo Lanzinger bemängelte, dass Rechtsbestimmungen sich ständig ändern und zwischen EU, Staat und autonomer Provinz aufwendig abgestimmt werden müssen. Es könnte alles besser funktionieren, auf alle Fälle. Also bis jetzt die Arbeitnehmer, die in Dienstleistungsverträgen gearbeitet haben, hatten immer die schlechtesten Bedingungen überhaupt. Es gibt die Möglichkeit, vor allem für innerhalb ein öffentlicher Dienst bessere Bedingungen den Arbeitnehmer zu gewährleisten. Es ist aber auch darauf hingewiesen worden, dass sich in den Büros der Gewerkschaften trotz der gesetzlichen Bestimmungen die Streitfälle, welche die Nichtanwendung von kollektivvertraglichen Bestimmungen betreffen, und die Klagen über verschlechterte Arbeitsbedingungen weiterhin häufen. Alle weiteren Informationen zur Tagung und zum Thema gibt es im Internet unter www.afi-ipl.org.